Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap von Shadowlore. Ja, liebe Leute, im letzten Part haben wir den Gongolberg etwas weiter erklommen. Und zur Gongolmine müssen wir nach da oben. Da geht's aber irgendwie nicht weiter. Aber wir wollen wir auch gleich, oder? Nö. Na gut, okay, wollen wir erstmal hier weiter sagen wir mal, die Gegner, nennen wir sie mal Gegner, kümmern. Ah ja, das klappt nicht bei dem. Ah, Arschloch, Mann. War ja klar. Die Bomben. Na, was soll's. Bomben habe ich ja erstmal mehr als genug, wie wir behaupten. Oh, oh, gleich zwei von denen, holla. Keine Freizeit hier, oder was? Viel zu viele Gegner, viel zu viel. Ah. Oh, Mann, die, oh, das gibt doch diese blöden Spinnen, ey. Ich lauf da jedes Mal rein, verdammte Angst. Ah. Verpiss dich. Da macht wenigstens keinen Schaden, da saugt sich irgendwie nur fest bei mir. Interessant. Und wetten, das ist ein... Nö, doch nicht. Na schön, okay. Wollen wir mal jetzt hier weitermachen? Ich brauche gerade noch eine Killer-Ananas. Tod, der Killer-Ananas. So, vernichtet und das sieht mir jetzt fast so aus, als könnte ich mich da durchbomben. Okay, und ja. Wo geht's denn da lang? Abkürzung zu Fuß des Berges. Das ist schön, da wollte ich aber nicht hin. Ah, okay, ich habe mir erst genug Bomben. So, da. Und wollen wir mal gucken, was es jetzt hinter dieser ominösen Wand erwartet. Ein Deku-Händler. Ah. Na gut, okay. Und Bock! Was hast denn so Schönes für mich? Tut mir da dringende Nuss! Ich verkaufe dir auch einen Klettering für 40 Rubine. Ein Klettering. Egal für den Berg, für den Bergsteiger. Dann kommst du auf jede Kletterer hinauf. Haufen? Klar doch. Den Klettering erhalten. Jetzt kannst du dort hochklettern, wo du bisher nicht gelangt bist. Danke für den Einkauf. So, und mit dir kann ich... Nein, keine... Keine Glücksfragmente Vereinigung möglich. Schade. Aber wo ist eigentlich auch gut so, weil wenn ich das nicht gerade nicht hätte machen können, weil mir irgendwie aus welchem Grund auch immer ein Zeichen, ein Ding gefehlt hätte, wäre es ein bisschen blöd. So, liebe Leute, jetzt mit Hilfe des Kletterings können wir halt wie auf normalen Leitern jetzt hier umklettern. Yay! Da komme ich ja genau her. Aber nee, hier war ich noch gar nicht. Ich würde sagen, bevor ich mich da unten weiter umsehe, gehe ich erstmal nach oben, weil ist der Finger oben, wird man nicht loben. Oder wie hieß es doch damals bei von diesen super, unseren weißen Patrick Star, ne? Ja, es ist auch sehr weiße von mir, dass ich für den magischen Krug die das Schwert weggepackt habe. So. So ist besser. Mal sehen, was haben wir denn hier? Okay. Ah ja, okay, hier kommen wir später weiter. Das weiß ich sogar noch. Aber das ist sowieso verdächtig. Ach, was soll's. Ich muss so später nochmal hier hin. Also, kann ich genauso wie auch später machen. Würde ich mal sagen, klettern wir weiter. Und gehen... Nee, da kommt, da war ich ja schon. Na, würde ich mal sagen, greifen wir uns mal das Teil hier. Ich glaube, das war ein bisschen blöd so. Ja, war blöd. Naja, und na dann, wenn es Zeit da nichts ist. Da würde ich mal sagen, einmal kurz den Saugstauber eingeschaltet. Weil es genau 10 Bomben einkassiert. Und rüber katapultiert. Woohoo! Das ist cool. Da geht es wahrscheinlich nochmal weiter. Aber ich will erstmal hier in die Höhle rein. Ah, Moment mal. Gott, bin ich dämlich. Gott, ich bin so ein gottverdammter Vollidiot. Oh, das ist nicht normal, ey. Wieso? Wieso tue ich das? Ich glaube, ich mache es mit Absicht, dass ich so teilweise grottendämlich anstelle. Ja, na, was soll's. Wollen wir mal jetzt hier hoch, so Gongolmine. Ach, hier will ich da auch nicht. Mist. Ich glaube, da habe ich sogar fast ein Problem. Ja, habe ich, weil ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Das ist jetzt ein bisschen blöd, will ich mal behaupten. Sehe mich einfach, was hier bis auf dem Gongolberg um. Ja, das ist eine andere Kletterwand, so. Ja. Ja, ich habe echt ein Problem gerade. So, unter anderem, dass ich nicht volle Leben habe und diese blöden Spinnen mich, diese blöden Arachnen, glaube ich, heißen, die mich ständig erwischen.
Oh Mann, und auch noch Steinschlag. Was weiter nichts ist. So. So. Okay, sag mir bitte nicht, dass der hoch muss. Gongo-Wand. Achtung, Steinschlag. Ich hoffe, dass ich das hoch muss, aber ich glaube es fast. Das ist ja nicht cool. Aber mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Das sieht mir noch bombenmäßig aus. Sehr offensichtlich. Fee! Einfangen, einfangen, einfangen! Du hast eine Fee eingefangen. Sie hilft dir, wenn du am Ende bist. Und du hast eine Fee gefunden. Sie gibt dir neue Energie und dazu noch ein Herzteil erhalten. Jetzt hast du zwei Herzteile. Noch zwei und du hast ein Herz mehr. Sehr schön. Läuft doch. Ja, die Fee packe ich wieder weg. Nicht, dass ich noch was nicht einsetze. Und ich glaube was, ich muss sie hoch. Ja, wunderbar. Tja. Es zeigt ja von großem Mut, an einer Wand hochzuklettern, wo ein Steinschlag ist. Aua. War ja klar, links halte ich mich wieder runter. Oh Gott, ey. Manchmal frage ich mich wirklich, ist es Mut? Sind wir mutig oder sind wir einfach nur dumm? Und wo ist jetzt der genaue Unterschied manchmal? Ohne Witz. Manchmal ist der Unterschied so gering. Ja, sieht mir fast aus, ich glaube, fast da kann ich eine Bombe platzieren. Und ich lag falsch. Schade. Mal sehen, da ist ab. Das war knapp. Da ist nichts. Hier unten haben wir. Autsch! Da haben wir über was. Was haben wir hier? Bomben reinwerfen verboten. Ja, Bomben reinwerfen verboten. Wie kann das bloß so bedeuten, zu deuten sein? Ich habe keine Ahnung. Na sowas. Was haben wir denn hier? Das waren gleich zwei Bomben. Wie soll ich hier eine Bombe einschmeißen? Ich kann Bomben nicht hochheben. Seit denn? Oder? Scheint nicht so. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Bin ich zu früh oder so? Das ist jedenfalls eine Felle einer großen Fee. Das weiß ich. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Mann, ey. Vom Platz hier bringt schon mal nichts. Das ist aber merkwürdig jetzt. Hallo, jemand zu Hause? Moment mal. Ich hab gesehen. Wenn ich auf der Bombe stehe, kann ich sie tragen. Das ist sowas aber auch, ey. Das hätte man mir ruhig vorsagen können. Hallöchen. Ja, was passiert denn jetzt? Kriegen wir es voll auf die Fresse? Kann ja sein, wir haben ja was gemacht, was eigentlich gemacht werden soll. Oh, wie schön. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen oder diese silberne Bombe? Die goldene, die silberne, weder noch. Tja, Leute, wir kennen dieses Spiel. Es gibt ja sogar ein Märchen darüber von dem Mann, der von der Brunnen, von der Quelle. Ich weiß nicht mal, wie das Märchen geht. Auf jeden Fall ist es so, wenn man etwas in den See hineinwirft, bietet ein Fee ein etwas Wertvolleres an. Sagt man die Wahrheit, wird man belohnt. Sagt man, wer lügt man allerdings und versucht so Profit zu kriegen, bestraft einen diese Fee. Ich weiß nicht, woher dieses Märchen kommt und wo es, wie es genau geht, aber es gibt es und wird sehr häufig in Rollenspielen benutzt. Also sagen wir, weder noch. Du bist sehr ehrlich. Deshalb werde ich dir helfen. Große Bombentasche erhalten. Jetzt kannst du mehr Bomben tragen. Wuhu! 30 Bomben, das ist cool. Mögest du erfolgreich sein. Danke sehr, oh großartige Fee. Damit, liebe Leute, haben wir endlich mehr Platz für mehr Bomben, was allerdings nicht das Problem ist, weil ich konnte mich zumindest bisher nicht über ein großartiges Bombenproblem beschweren. Naja, was soll's. Aber es ist ja noch eine schöne Sache, vor allem wenn ich bedenke, dass ich keine paar Minuten dafür gebraucht habe, um zu steigen, was die Frau überhaupt von mir wollte. Ey, Alter, was willst du überhaupt? Ja, so nach dem Motto, natürlich will ich es niemals wagen, eine Fee so anzusprechen. Nein, was denkt ihr denn von... Aua, hier. Ah, jetzt haben wir... Blöde Gegner, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So kann ich also die Gegner auch einfach belehren. Interessant. Blöde Gegner, blöde Gegner, blöde, blöde. Und noch mehr Rubine und haben wir als blauer Rache. Die halten ein bisschen mehr aus. Naja, was soll's. Und jetzt werde ich ja auch noch belästigt. Das ist nicht hier ein Spiel, sondern ein Real. Ja, ihr könnt, Leute, ich habe gerade jemanden hinter mir stehen. So einen netten Gast von mir.
Ich habe einfach gesagt, ich muss aufnehmen, aber nein, jetzt belästigt er mich auch noch. Ich glaube, ich werde nicht mehr... Oh, lass den Scheiß. Ja, wir mögen uns total. Oh nein, er ist kein Let's Player. Also ich habe noch... Wo ich mal nachdenke, ich habe noch nie Let's Player zu Besuch gehabt. Aber jetzt ein Let's Plays. Oder so allgemein. Also privat kenne ich leider keine. Nur übers Internet. Meine Kumpels, die sind alle langweilig. Die machen sowas nicht. Die haben auch kein Verständnis für sowas. Wirklich schade. Naja, was soll's. Wollen wir jetzt mal eigentlich mal gucken, was jetzt, wie es hier weitergeht. Diese Wände werden später für uns interessant. Jetzt sind sie allerdings recht uninteressant. Autsch. Blöde, blöde Felsen. Aber ich muss zugeben, es ist auch besser, etwas dämlich. Wollt's schon sagen. Was ist jetzt kaputt? Okay, jetzt aber. Noch eine Bombe. Ich brauche Herz, Gott verdammt nochmal. Nicht, dass ich eigentlich die Fische verbraten muss. So, zieh rein. Hä? Wer bist denn du? Ah, mit dir kann ich, Fragmente vereinen. Aber erst mit mir reden. Ich bin der Eremit von Gongolberg. Ich habe der Welt entsagt, um zu meditieren. Du siehst aus wie ein Kind und dennoch bist du hier. Ja. Wegen deines Mutes möchte ich dir etwas lehren. Und was? Nach des Kenzers draußen? Auf dem Deck nach hier oben ist dir vielleicht eine verdächtige Wand aufgefallen. Probier es doch mal mit Bomben. Da war ich schon, Herr großer Eremit. Unglaublich, er braucht Jahre zum Meditieren, um das zu wissen, und ich find's in 5 Minuten. Irgendwie sollte ich vielleicht auch Eremit werden. Vielleicht ganz sinnvoll. Aber erstmal vereinen wir doch Fragmente. Oh, du willst doch weg mal ein. Und wir sollen mal aus. So, und er will, ein Fragment, was ich nicht habe. Scheiße. Und du willst nicht? Und auch gut. Ja, wollen schon. Nur sie... Ja, ich kann nicht. Was willst du für ein beschissenes Fragment? Ohne Witz. Nimm doch dasselbe Fragment. Erst denken, dann sprechen. Nimm doch dasselbe Fragment, was ich habe. Manometer. Na gut, nehmen wir doch mal jetzt diesen unscheinbaren Pilz. Katapultiert uns mal rüber. Wuhuhuhui. Oi, es regnet. Och nö, es regnet. Och nö, ich kenne die Stelle. Das wird nervig, liebe Leute. Na gut, hier müsst ihr uns so, ihr könnt uns schon erahnen, uns in einen Milch verwandeln. Wenn wir wieder was springen eigentlich. Die Taste. Und als kleiner Milch hat Regen eine gewaltige Wirkung auf uns. Die Etzelo. Oh, oh. Das ist es. Das ist das Regen. So, jetzt geht's wieder. Das ist das Regen des Bomben. Passt gut auf, mein Kindchen. In unserer jetzigen Größe wäre es fatal, wenn es ein Tropfen treffe. Wow. Also schnell durch den Bombenhagel durch, ey. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Au. Ey, heilige Scheiße. Ja, Leute, Wasser kann tödlich sein. Merkt es euch. So, jetzt können wir uns hier wieder groß machen, dass ob wir saugen oder... Ob das glaubt oder nicht, das müssen wir sogar machen. Weil wir müssen irgendwie darüber. Und da unten haben wir einen Felsen. Den müssen wir auch da reinschieben. Aber es ist natürlich einfach der lustige Schieberätsel. Schiebst du einmal, nur ein einziges Mal falsch, ist das ganze Rätsel für den Arsch. So, wir müssen also mindestens immer zwei Seiten haben, wo wir schieben können. Ah ja, das schaut doch gut aus. Und tja, was soll ich sagen? Jahrelange Pokémon-Erfahrung. In jedem Pokémon-Spiel gibt es dann mindestens ein so ein gottverdammtes Schieberätsel. Und irgendwann hat man den Bogen einfach raus. Na gut, das war jetzt auch nicht sonderlich schwer. Das hätte eigentlich jeder machen können. Und The Minish Cap ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass es den höchsten Schwierigkeitsgrad aller Zelda-Titel hat. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass es dafür bekannt ist. Also dafür nicht bekannt ist. Aber ihr wisst, was meine und so. Und worum reden wir gerade hier? Ah ja, die Leiter hier. Wir wollen die Leiter runtergehen. So, und hier haben wir... Ach nee, ich weiß, was kommt. Ja, da haben wir schon wieder die Eisennasen. Und das war eine Eisennase. Die will kein Herz geben, blöde Sau. Und noch so eine Eisennase. Nase, du. Warum gibt mir keiner Herz? Und keine Herzen für den Namen Shadowlorn. Und mal wieder ein Schieberätsel. Wuhu. Ich würde sagen, liebe Leute, das machen wir erst im nächsten Part. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Eine schöne gute Nacht. Bis das nächste Mal, wenn es freut. Macht es gut! Ja.